keine physische Erlösung. Es gibt nur eine mentale Befreiung. Man das Leben so eine Art Prüfung. Doch du seidest die Stärke und die Weisung. Keine physische Erlösung. Es gibt nur eine mentale Befreiung. Und ja, ist meine Bucke, ist meine Festung. Und der Spender alle Ketten an. Die meisten Menschen schlafen, haben keine Ahnung. Zufall ist nur eine Sache der Planung. Die Geschichte der Menschheit ist eine Verschwörung. Man sieht genau hin, seht ihr die Verbindung. Was steckt genau unter der Globalisierung? Sie nennen es Novum, Produkte, Klonung. Der Umgang mit den Menschen eine Vergewaltigung. Doch glaubt mir, bald kommt die große Abrechnung. Ja, ja, ja. Für ihre sogenannte Unternehmung. So viel Zeit, psychologische Führung. Auch psychologische Behandlung. Staatlicher Mord und staatliche Erpressung. Die wahren Terroristen sitzen in der Regierung. Bringen du vielleicht für eine neue Weltordnung. Durch Krieg und Tod und solche Verdreckung. Wir hören niemals auf, kommen nie zur Besinnung. Machen immer weiter mit der Kernspaltung. Ignorieren die Stimmen der Bevölkerung. Wir sind den Funktionisten durch Manipulierung. Es ist alles Lüge wie die Mondlandung. Glaubt mir, die Hölle ist ihre Bestimmung. Ihre Hände brauchen eine totale Sanierung. Wir brauchen kein neues Wissen, nein, wir brauchen nur Erinnerung. Wir brauchen keine Religion, sondern die große Schöpfung. Wir brauchen gleiches Recht und echte Anerkennung. Brauchen wir Liebe und echte Erziehung. Brauchen wir alle eine gute Ausbildung. Brauchen wir Gleichheit und gleiche Bezahlung. Keine physische Erlösung. Es gibt nur eine mentale Befreiung. Wir machen das Leben zu einer Art Prüfung. Doch das alles ist die Stärke und die Weisung. Es gibt keine physische Erlösung. Es gibt nur eine mentale Befreiung. Da ist meine Bucke, ist meine Festung. Wir schmecken alle Ketten an. Denn nur Grüß kommt der warme Vaterleitung. Und nur Gottes Liebe bedeutet wahre Veränderung. Denn wir durchleben gerade die große Transformierung. Und nur die Stärken, ey, der Stärken überleben den Ursprung. Bis dann muss die Zeit schaffen, Gott eine Verbindung. Wenn der nicht dann kommt, das ist die einzige Rettung. Sag's dir nochmal, ja, keine physische Erlösung. Es ist nur geistige Neuorientierung. Höheres Bewusstsein, eine höhere Ordnung. Brauchen nicht im Dunkeln, und wahre Erleuchtung. Es gibt verkehrten Licht und ich bitte um Vergebung. Bitte all die Geister erneut um Verzeihung. Denn wir tragen ja alle die Verantwortung. Jede Superfreiheit ist die Versignierung. Jahrhunderte Tyrannei, keine Entschuldigung. Die können keine Rechte haben können, ach du. Bei all diesem Wahnsinn ist da die einzige Richtung. Deshalb ist die Unhörbarkeit, kommt die Vernichtung. Wir kämpfen bis zum letzten Tag, das ist unsere Verpflichtung. Doch wir kämpfen nicht mit Waffen, nur mit Waffen in Sichtung. Im Auftrag des Herrn ist Mädchen die Textverlesung. Für ein Leben in Fülle. Für ein Frieden, Freiheit und ohne Verzweiflung. Für Liebe, Friede und wahre Zuneigung. Deshalb sing ich Feuer für die Regierung. Und ich singe Feuer für ihre Weltordnung. Und Feuer für ihre miese Planung. Und ich sag Babylon, das ist eine Warnung. No New World Order, no New World Order, Steen. Nur Freiheit. Freiheit im Herzen, im Geist. Überall. Weltweit. In euren Herzen. So. Oder? Pookie.